Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch, wie ich diese Silikonmatte benutze. Damit werde ich meinen Fondant überziehen, aber ihr könnt auch davon nur ein kleines Stück abschneiden oder als Deko benutzen. Ich werde heute damit meinen Fondant-Torte überziehen und es ist eine lange Torte, also nehme ich 1 Kilo Fondant-Teig, um eine lange Torte zu überziehen. Und werde die Prägematte, also Motivmatte, noch drauf machen. Ich zeige euch, wie das geht. Erst werde ich meinen Teig aufmachen. Das falte ich mir mal erstmal zur Seite. Erst mache ich den Fondant-Teig auf. Dafür brauche ich etwas Speisestärke. Das nehme ich jedes Mal, damit ich meinen Fondant glatt aufmachen kann. So. Jetzt mal, ich versuche es eher so in die Länge zu öffnen, also rollen. Ist hier für eine längliche Torte. Also ich versuche auf jeden Fall, dass jede Ecke ungefähr gleich Dicke hat. Ungefähr die gleiche Dicke hat. So sollte reichen. Ich mache es nie zu dünn zu überziehen. Es sieht einfach schöner aus, wenn es nicht so dünn ist. Hier die Ecke ist etwas dick. Kann man auch noch dran arbeiten. Nachdem der Fondant-Teig ganz gerollt ist, werde ich meine Prägematte drauf machen. Ich lege das hier auf. Ich habe es einfach drauf gelegt und jetzt gehe ich mit meinem Teigroller einmal drüber. Ich drücke fest, damit dieses Motiv wirklich so richtig zu sehen ist. Die eine Ecke habe ich schon, jetzt mache ich die andere Ecke. So, ich denke, es ist durch. Hier in die Mitte kann man noch ein bisschen. Ich kann auch so kurz gucken, ob das geworden ist an den Seiten, aber ich denke, es ist geworden. Dann kann man das einfach wieder umdrehen und den Silikonmatte einfach abziehen. So leicht ist das. Jetzt werde ich damit mein Fondant-Torte überziehen. Nun werde ich den Teig über den Fondant tun. So, schnell geht das. Einfach nur. Weil es, manchmal kann es auch reißfest sein, aber ich habe es einfach gespürt, dass der fest ist und nicht so schnell reißt. Habe ich einfach schnell drüber gelegt. Was hier der Vorteil ist, den müsst ihr nicht gleich glatt streichen, was man sonst immer macht, sondern einfach nur mit der Hand hier die Ecken sauber machen, so glatt. Und dann den Seitenrand abschneiden. Also hier bei dem muss man nicht mit dem Kletter nochmal kletten, sonst macht man ja nur das Motiv weg. Das ist dann auch der Vorteil. Manchmal geht das sogar schneller damit, weil man nicht nochmal zusätzlich kletten muss. Also mir gefällt das auch sehr gut von der Optik. Sobald es vom Thema her passt, kann man diese Prägematte benutzen. Passt halt nicht immer, aber und die Prägematte könnt ihr euch im Internet kaufen. Also einfach mal im eBay danach suchen oder im Google.
Jetzt werde ich die Ecken abschneiden, die zu viel sind. Die Torte ist bereits eingedeckt. Dafür nutze ich jedes Mal den Pizzamesser. Damit kann man sehr sauber arbeiten. So. Die Torte ist fertig eingedeckt. Ich mache nur noch die Ecken hier sauber. Da bleibt halt jedes Mal etwas Speisestärke übrig. Aber das mache ich dann einfach mit einer Küchenrolle wieder sauber. So sieht das komplett eingedeckt aus. Ich hoffe, dieses Video war für euch nützlich. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich euch empfehlen zu abonnieren. Demnächst werden immer wieder solche Tipp-Videos kommen, wie ich meine Fondant-Torten erstelle. Das war jetzt mit dieser Prägematte. Vielen Dank für das Anklicken meiner Video. Bis zum nächsten Mal.